Das Natur im Gartenfest wird alle Jahre im Jänner abgehalten, heuer bereits zum 15. Mal und immer in Blickpunkt auf die bevorstehende Gartensaison. Zum sogenannten Frühlingserwachen haben sich rund 3.500 Besucher eingefunden. Der Verein Natur im Garten bietet den Gartenliebhabern das ganze Jahr über Informationen rund um ökologisches Gärtnern. Wir sind in den Gemeinden draußen und geben zu den wichtigsten Themen Vorträge, aber man kann auch bei uns praktische Seminare besuchen, vom Kompostieren angefangen bis hin zum ökologischen Pflanzenschutz, kann man bei uns besuchen und sich die praktischen Tipps holen, die auch beim Natur im Gartenfest angeboten wurden. Neben den mehr als 130 Schaugärten hat man auch schon 15.000 Natur im Garten-Plaketten vergeben an jene, die sich dem naturnahen Gärtnern verschrieben haben. Auch viele Familien nutzen diese Veranstaltung, da bereits die Kleinsten den Zugang zur Natur über verschiedene Aktivitäten finden. Einen Garten kann man sich auch am Balkon anlegen und dadurch frisches Gemüse oder Kräuter selbst anbauen. Heuer liegt der Schwerpunkt bei Natur im Garten beim Thema Baum. Sie bieten in einem Garten viele Vorteile, spenden im Sommer Schatten und verbessern das Mikroklima. Dabei geht es den Natur im Garten Verantwortlichen auch darum, die Vielfalt der Bäume aufzuzeigen, damit sie auch standortgerecht gepflanzt werden. Bäume stehen auch für Beständigkeit und bieten zahlreichen schützenswerten Lebewesen auch einen Lebensraum.